Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Kruse. Erster Körper und dann der Ball ist auf. Und dieser Flankenball sorgt für
keine Gefahr. Beidfüßig sein, aber er hat einen schwachen Fuß. Ja, also den kann er aber auch wirklich nur dazu haben, dass er nicht umfällt, denn auch mit dem Schwächeren sollte man das tun. Und dann Martin Hornig. Jetzt greift er ihn an. Rafael. Arango am Ball. Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Es ist wenig passiert in diesen ersten 45 Minuten, das ist immer schlecht für einen Fußballspiel. Ja, weil es einfach langweilig ist, Manni. Also die Torhüter, die können Käffchen trinken, die können sonst was machen, aber die müssen nicht eingreifen. Also das macht keinen Spaß. Was haben die sich zusammengespielt in den ersten 45 Minuten? Also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Nee, und wenn die so weitermachen, komme ich zumindest nicht mehr hierher. Also das hat mit Fußball wenig zu tun. Da hat der Abseits gepfiffen. Ja, da liegt der Assistent genau richtig. Wir schauen nochmal hin, quasi wie mit der Lupe. Und Kompliment, junger Mann, gut gesehen. Bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Arango. Schwab. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Sie wollen hier das Führungstor. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Nun Christian Gentner. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Fantastisch. Arango. Dams. Bitte rein. Da war der Verteidiger dran, aber nicht kontrolliert. Der Ball ist im Tor. Der trifft ja nun wirklich nicht oft, aber das hat er hier super gemacht, Busch. Ja, und normalerweise soll er da hinten aufpassen, dass nichts passiert. Jetzt ist was passiert, aber in der Offensive. Es war so furchtbar, aber jetzt zumindest ein Tor.
Ja, aber danach legen wir dann auf den Mantel des Schweigens. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Jetzt nimmt er die taktische Veränderung vor. Jetzt wechselt er einen frischen Spieler. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und nun Martin Harnik. Diese Flanke verarbeiten. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Brauers. Die verstehen sich blendend. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Zweikampf und den Ball besitzt. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Hauchdünn, hauchzart. 1:0 ist das Schlussergebnis.